Wird russisches Wissen wieder unsere eine saubere Kiste? Ich zeige dir heute, wie du deinen Körper pflegen kannst, also deine Haut, deine Haare und dich selber. Es gibt nicht besseres Pflegeprodukt als dein Nahrungsprodukt. Wenn du das essen kannst, kannst du auf deine Haut schmieren, dich sauber machen und so weiter. Erste Möglichkeit, Haut zu pflegen, das ist natürlich reines strukturiertes Wasser. Das kannst du beispielsweise schaffen mit normalen Schungit Stoffsäckchen, wenn du im Badewanne platzierst. So eine Stoffsäckchen kannst du lebenlang benutzen. Du kannst beispielsweise auch Edelschungitsteine im Duschkopf ausschrauben und dann reinstopfen. Das kannst du auch lebenlang benutzen. Du kannst natürlich deinen Körper unterstützen und reinigen mit Kaiser-Natron. Ich mache das in Verbindung mit Senfpulver. Ich mische die beide. Habe so ein Glas zu Hause, in welchem steht das alles im Bad. Und dann löse ich das mit ganz weniger Wasser, dass das so eine Masse entsteht, schmiere auf meine Haut, lasse es eine Minute wirken und dann dusche ich mich ab. Und das ist einzigartig. Deine Haut beginnt danach so richtig atmen. Die ist wird sehr, sehr weich, sehr sanft, also wunderbare Möglichkeit. Dann nächste Möglichkeit, wenn du einfach deine Bäder zu Hause regelmäßig mit unterschiedlichen Stoffen machst. Du kannst reine Natron nehmen, du kannst Natron mit Natursalz nehmen und alles beides zusammen kombinieren. Du kannst Schungit immer dazu nehmen, also Schungit-Splitter können immer in deine Badewanne liegen im Stoffsäckchen. Und wenn du Kaisernatron und Salz nimmst, das ist einfach basische Bäder. Es kostet sehr, sehr wenig. Also so Natron kostet um 1,50 Euro, Salz kostet vielleicht etwas mehr. Also das ist ein Kilo, die kostet ungefähr 4 bis 5 Euro. Wenn du einmal in der Woche das machst, ich denke, das ist du deinem Haut sehr gut. Es gibt auch Möglichkeit, Beispiel nicht nur plus Haut reinigen mit Skipidares, das Terpentin nach Dr. Salmatov Bäder. Man nimmt eine Kappe von jedem. Gelbe ist Beispiel für hohen Blutdruck, weiße für niedrigen Blutdruck. Für normalen Blutdruck braucht man beides, jeweils eine Kappe. Man nimmt so ein Bad Beispiel, halbe Badewanne, jeweils eine Kappe. Dann liegt man in Badewanne für 20 Minuten und lässt noch heiße Wasser langsam fließen ins Bad. Nach 20 Minuten stehst du auf. Ziehst du auf deinen Körper einfach irgendwelche oder Joggenanzug oder Nachthemd und liegst du unter die Decke und schwitzt du eine halbe Stunde. Danach das alles ausziehen, Wäsche wechseln und lässt du einfach fühlen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Du reinigst damit Kapillare, Gelenke, du reinigst auch Bindegewebe, du reinigst Haut. Du bringst die Pilze aus dem Körper, also super tolle Möglichkeit. Dann ist natürlich, es gibt so Birken, Produkte aus Birkenteer. Ich habe Seife, die riecht schon so einzigartig. Ich lasse dir einfach öffnen und zeige. Birkenteer ist Unikatprodukt, der hilft gegen Parasiten sowie Pilze, Erreger. Und die reinigt sehr gut unsere Haut und unterstützt uns. Also die sieht so aus. Oh, guter Geruch. Man gewöhnt sich mit der Zeit. Also das ist Beispiel für die, sag mal so, schmutzige Hände, wenn du im Garten gearbeitet hast und willst du reinigen. Man kann solche Naturseife nehmen. Dann verwende ich sehr gerne auch unterschiedliche Kräuter. Du kannst beispielsweise unterschiedliche Kräuter, einfach was du zu Hause hast, abkochen, in Badewanne fließen lassen und für 20 Minuten reingehen ins Bad. Oh, genial, das erholt sich unsere Seele auch gleichzeitig. Du kannst natürlich sehr viele unterschiedliche ätherische Öle
ausprobieren. Alles, was du zu Hause hast, kannst du besorgen. Beispiel sehr gute, das ist ätherische Öle vom Nadelbäume. Auch Monarde sehr empfehlenswert, weil sie bringt schwarze Schimmelpilz. Auch Teebaum sehr gut, die ist auch gegen Pilze und andere Erreger. Dann kann man noch für Haare. Was können wir mit den Haaren? Weil Haut können wir ganz gut jetzt waschen. Was bringt uns die Naturwissen über die Haare? Also du kannst mit Natron deine Haare waschen. Du löst das in einem Gefäß mit Wasser. Oder du bringst die beiden zusammen, Senfpulver und Kaisernatron, und wirst du das auch in einem Gefäß einfach ausspülen. Du kannst dein Shampoo aus Kräutermischung machen, also fein gemahlene Kräuter. Such nicht gerade die grünere Kräuter, sondern eher so braunliche. Beispiel, es gibt sehr viel Wurzel und Baumrinde, aus denen, wenn du gerade so wie ich blond bist, sonst sitzt du da vielleicht irgendwann mit grünen Haaren. Also das kannst du ausprobieren. Das machst du so eine Art von Maske. Bleibst du 4 Stunden und danach ausspülen, es tut auch sehr gut. Sonst natürlich, man kann ausprobieren solche Mittel wie, wir verwenden keine tierischen Produkte. Früher haben Leute auch Haare gewaschen mit Eier oder Milch, Kefir und alles andere. Ich denke, dass wir mit den Kräutern viel besser bedient sind. Das ist viel hochwertige Produkte. Einfach probier aus, welche Lebensmittel für deine Haaretyp passt. Trau dich einfach ausprobieren, so wie ich das mache. Selbst wenn es schief läuft, mach nichts, die wachsen nach. Denk immer dabei. So, was können wir für die Mundraumpflege nehmen? Für Mund kannst du Beispiel Kaiser Natron, aber bitte nicht zu so oft. Genau wie Schlemmkreide, die bringen die Zahnemaille weg. Also das ist Maximum einmal in der Woche darfst du benutzen. Du kannst Salzsäure nehmen, das ist sehr gut. Du kannst natürliche Zahnpasta, welche ohne chemische Stoffe sind, nicht nur plus ohne Fluorid, sondern ohne alles sind, weil jeder chemische Stoff, genau wie im Shampoo, gutes Shampoo, Bio-Shampoo, das ist trotzdem Chemie, das wirst du nicht essen können. Und wenn du sagst, dieses Produkt kann ich essen, bitteschön, nützt das. Aber sonst lass es sein. Nimm etwas, was wirklich ganz gut ist. Es gibt so Kräuterzahnpulver aus reinen Kräutern, die kannst du jeden Tag benutzen, zweimal am Tag. Die bringen die Zahnemaille nicht weg. Und wenn die Emal verfärbt sich, bedeutet das, dass Zahnemal beschädigt ist. Da muss man natürlich suchen Alternative, und das ist Salzsäure, ist sehr gut. Gibt es auch Möglichkeit, ohne zusätzliche Stoffe Zähne zu putzen, zum Beispiel mit Zahnbürste aus Schungit. Da ist direkt im Zahnbürste direkt Schungit integriert. Und da kannst du Beispiel so eine Zahnbürste über ein Jahr nutzen und erst danach austauschen. Dann wir können natürlich unsere energetische Reinigung machen. Das ist sehr gut ätherische Öle geeignet. Ich liebe ätherische Öle, weil sie unterstützen den physischen Körper und unterstützen den feinstofflichen Körper. Ich nehme Beispiel auch auf Holzstückchen unterschiedliche ätherische Öle, lege bei mir im Schlafzimmer, im Auto. Unterwegs nehme ich immer ätherische Öl dabei, wenn es Energiemangel ist und ich fühle mich müde. Ich tropfe einfach an die Hand, reibe das richtig auf und dann beim offenen Augen, offenen Nasen, riechen über die Nase, ziehe ich das volle Kraft und ich atme auch gleichzeitig mit den Augen. Das reinigt auch Augen. Ich zeige dir, so mache ich das. Und wenn du das ausprobiert hast, fühlst du die Energie. Das ist wie wow, sowieso sibirische Zedern, es ist einzigartige ätherische Öle. Ja, als Hautpflege nehme ich keine Creme, ich nehme nur reine Öle. Es gibt Beispiel
vom cleanende Zedern Creme, die sind reine Öle, da ist keine Konservierungsstoffe. Wie gesagt, beim alle anderen Öle musst du Creme musst du immer schauen, was ist da für Produkte, Ingredienten. Wenn da ist etwas drin, was du nicht kennst, dann nimm einfach nicht das. Nimm Öl, nimm Zedernussöl, schmier die Haut. Die zieht so schnell in Haut rein und wenn es Haut gerade feucht, brauchst du auch ganz wenig. Und das Haut wird danach so weich, strahlend, genial. Nimm für Hautpflege solche Öle auch wie Zedernussöl, Kokosnuss, Sesamöl, Jasminöl ist ganz gut. Und auf keinen Fall so dickeres Öl, sonst bleibt das wie ein Film und Haut kann nicht atmen. Und Haut, das ist Atemorgan, die muss atmen. Auch sehr gut nützlich russische Banya. Wieso russische Banya? Weil im russischen Banya wird mit den Zweigen, Birkenzweige gearbeitet und man bewegt die Lymphe dabei. Also es ist nicht nur bloß geschwitzt, sondern Entgiftungsprozesse beschleunigen sich noch sehr intensiver. Ja, ansonsten natürlich bewegen, bewegen und bewegen. Haut strafft sich, wenn die Muskulatur richtig arbeitet, wenn die Lymphsystem ist, gut ist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.